Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns die Panasonic Lumix G70 an, wie sich diese Kamera in 2018 schlägt und ob diese noch zu empfehlen ist, da sie für aktuell rund 700 Euro eine der günstigsten 4K-Kameras auf dem Markt ist. Das heutige Video entsteht in Kooperation mit Hendrik vom Kanal To Review. Das Video ist auf zwei Teile aufgeteilt, auf seinem Kanal und unten in der Videobeschreibung verlinkt, kannst du dir gerne seinen Part zur G70 angucken. Er nutzt die Panasonic Lumix seit bereits einem Jahr und hat so auch die Langzeiterfahrung mit dieser Kamera machen können. Okay, dann lass uns mal loslegen. Wir werden das Video in folgende Abschnitte unterteilen. Einmal technisch Daten, Nutzerfreundlichkeit und Einsteigertauglichkeit. Im zweiten Teil des Videos auf meinem Kanal To Review beschäftigen wir uns dann mit der Bildqualität im Bereich Foto und Video und wir werden auf die Nachteile der Kamera eingehen. Außerdem werden wir euch noch ein Fazit zu der Kamera geben. Schauen wir uns zunächst die technischen Daten an. Die Panasonic Lumix G70 ist eine DSLM, also eine spiegellose Systemkamera. Als Sensor ist hier ein 16 Megapixel Micro Four Thirds Sensor eingebaut. Ein großes Thema bei der G70 ist die Videofunktion, da mit der G70 eine Videoauflösung von Ultra HD umgangssprachlich als 4K bekannt unterstützt wird. Aber auch Hobbyfotografen kommen mit der RAW-Funktion der G70 nicht zu kurz. Auch die Möglichkeit 11 Bilder die Sekunde aufnehmen zu können ist ein klarer Pluspunkt der Kamera. Im Panasonics eigenen 4K-Fotomodus sind sogar 30 Bilder die Sekunde möglich. Hier werden die Fotos allerdings nur mit ungefähr 8 Megapixel gespeichert. Sehr gut für Videobegeisterte ist auch der Mikrofoneingang, welcher den Anschluss eines externen Mikrofons per 3,5 mm Klinke ermöglicht. Aber auch das eingebaute Stereo-Mikrofon der Kamera ist in manchen Situationen gut verwendbar. Es klingt zwar nicht super, aber man kann es gebrauchen, um einfache Töne aus dem Hintergrund aufzuzeichnen. Das einzige, was mir hier fehlt, ist der Kopfhöreranschluss, welcher die Kamera perfekt für das Filmen machen würde, da dieser zum Abhören des Tons während des Films sehr praktisch wäre. Was viele freuen wird, ist das Touch-Klapp-Display, welches um 180 Grad gedreht werden kann und so auch zum sich selber filmen genutzt werden kann. Das Display könnte allerdings in manchen Situationen etwas heller sein, da es bei starker Sonneneinstrahlung schwer abzulesen ist. Auch der elektronische Sucher der Kamera ist sehr gut zum Fotografieren und Filmen geeignet, aufgrund seiner 2.360.000 Pixel. Somit ist er scharf genug, um das Bild zu beurteilen. Außerdem bietet er sehr schöne natürliche Farben. Auch die Steuerung der Kamera per Smartphone ist eine coole Sache und funktioniert auch ohne Probleme. Euch dies näher zu erläutern, würde allerdings den Rahmen des Videos sprengen. Ich persönlich benutze die Kamera jetzt seit ungefähr 4 Wochen und habe zuvor nie eine richtige DSLR bzw. DSLM-Kamera besessen. Aus diesem Grund berichte ich euch jetzt von der Nutzer- und Einsteigerfreundlichkeit der Kamera. Für einen, der noch nie eine manuelle Kamera besessen hat, ist die Anzahl der Knöpfe und Einstellungen zunächst erstmal sehr verwirrend. Die Einstellungen der Kamera sind auf den ersten Blick recht übersichtlich, aber manche wichtige Einstellungen haben missverständliche Namen. Außerdem variiert die Sortierung des Menüs je nach Kameraeinstellungen, was für Neulinge oft sehr kompliziert werden kann. Wenn man sich aber etwas länger mit der Kamera beschäftigt, findet man alle Einstellungen meist schnell. Mich als erfahrenen G70-Nutzer fallen allerdings besonders zwei Dinge auf. Als erstes sind die Räder zum Verstellen von Blende, Verschlusszeit, ISO und Weißabgleich sehr gut positioniert und es ist sehr einfach im manuellen Foto- oder Videomodus etwas einzustellen. Des Weiteren gefällt mir sehr gut, dass die Kamera Fokus-Peaking hat. Für Neulinge ist dies meist ein Fremdwort, bezeichnet aber eigentlich nur die Funktion, dass man beim manuellen Fokussieren auf dem Display ein farbiges Kriseln an der Stelle sieht, wo gerade der Fokus liegt. Dies ist vor allem für etwas erfahrenere Nutzer ein cooles Feature, welches nur wenige Kameras in diesem Preisbereich unterstützt. Das war's mit dem Video auf meinem Kanal, den zweiten Teil des Videos, in dem wir über die Bildqualität im Foto- und Videomodus und über die Nachteile der Kamera reden, findet ihr im Video von Hendrik auf seinem Kanal To Review. Außerdem werden wir euch dort sagen, ob die Kamera etwas für euch ist und ihr werdet einige Testaufnahmen zu sehen bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!